Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Fashion. In der heutigen Sendung geht es um nachhaltige Mode oder auch Eco-Fashion oder Green-Fashion genannt. Langweilig, denkt ihr? Auf gar keinen Fall. Denn immer mehr angesagte Designer und Labels stellen sich auf die Kundenwünsche nach ökologisch und Fairtrade-Kleidung ein. Und wir von Time for Fashion zeigen euch, wer stylische Green-Fashion-Mode anbietet und wo ihr sie kaufen könnt. Und ich setze mich jetzt gemütlich ins Café und ihr guckt euch in der Zeit ein paar grundsätzliche Informationen zu dem Thema an. Los geht's! Wer sich neue Kleidung kauft, schaut meistens auf Form und Farbe. Doch die wenigsten achten auf ökologisch korrekte Materialien, energiesparende Produktion und Fairtrade-Produktionsbedingungen. All diese Dinge werden bei der Green Fashion Mode berücksichtigt und das ganz ohne auf Style zu verzichten. Das beweist die große Palette an Alltags-, aber auch Luxuskleidung, die mittlerweile angeboten wird. Und es heißt ja nicht umsonst, Green is sexy, oder? Natürlich habe ich auch wieder einen tollen Gast zum Thema eingeladen, und zwar die Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein, hallo. Und falls es jemanden gibt, der Jasmin noch nicht kennt, dann kommt jetzt eine kleine Vorstellung. Jasmin Wagner kennt viele von euch noch als Blümchen, denn unter diesem Künstlernamen hat sie in den 90ern sämtliche Charts gestürmt. Ein Hit jagte den nächsten und Blümchen wurde schnell zur erfolgreichsten deutschen Solokünstlerin der 90er Jahre. Doch auch jetzt, wo es Blümchen offiziell nicht mehr gibt und die hübsche Hamburgerin unter ihrem richtigen Namen singt und auch schauspielert, ist Jasmin Wagner erfolgreich. Die 30-Jährige ist Peter-Aktivistin und überzeugte Vegetarierin. Noch dazu liegt ihr das Thema Nachhaltigkeit und Green Fashion sehr am Herzen. Und genau deshalb freuen wir uns sehr, dass sie heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Jasmin Wagner. Jasmin, sag doch mal, inwieweit interessierst du dich denn für Green Fashion? Green Fashion ist mir aufgefallen das erste Mal, als ich in so einem Kettenladen war. Und da fiel mir auf Organic Cotton. Und dann dachte ich automatisch, oh, ich vertraue Organic. Also ich wollte automatisch Organic Cotton lieber kaufen. Ich habe mir dann gedacht, die Farben sind bestimmt nicht so giftig und das ist einfach ein besserer Weg. Und es war jetzt auch nicht wahnsinnig viel teurer. Und ich habe automatisch ein größeres Vertrauen. Also ganz von vornherein, das ist mir aufgefallen. Also du hast ja schon gesagt, du hast auf jeden Fall schon ein bisschen Öko-Fashion zu Hause. Was hast du da genau? Hauptsächlich T-Shirts, ja. Also alles, was am Körper dran ist. Also da habe ich einfach irgendwie das Gefühl, das tut meinem Körper gut. Denn ganz klar, viele Farbstoffe, die zwar total knallig aussehen, die sind sicherlich durch chemische Farbzusammenstellung entstanden. Und es empfiehlt sich sowieso, glaube ich, neue Kleidung erstmal zu waschen. Aber bei Öko-Kleidung habe ich das Gefühl, ich vergifte meinen Körper nicht. Also ganz simpel. Ganz simpel. Ich habe hier so ein paar Sachen. Wie findest du, was sagst du zu dem T-Shirt? Das T-Shirt finde ich schön. Man denkt auf jeden Fall nicht, ja, das ist bestimmt Green Fashion. Das auf gar keinen Fall. Aber ich habe, wie gesagt, in den 90ern unheimlich viel Pailletten und Glitzerkram getragen. Deswegen mag ich es jetzt ein bisschen so ausgeglitzert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen würde, dass ich das so über einen Blazer trage, ist das doch eigentlich ein ganz geiles Highlight, dass es hier so ein bisschen was Interessantes gibt. So, hier haben wir noch ein Kleid, ist das? Cool. Also super schönes Sommerkleid. Ich mag diese Paisley-Anmutung. Ja. Das sieht einfach nach einem total Wohlfühlkleid aus. Dann noch schöne Stiefel dazu und Jeansweste oder Jacke. Tolles Outfit. Und noch mehr Green Fashion gibt's jetzt. Immer mehr Designern und Herstellern ist es wichtig, dass ihre Kollektionen nicht nur gut aussehen, sondern auch mit gutem Gewissen getragen werden können. So findet man gerade im Internet ein großes Angebot an Green Fashion Produkten, von Basics bis hin zu Luxusartikeln. Besonders die Promis haben das Thema für sich entdeckt und tragen gern nachhaltige Mode. So sieht man zum Beispiel Jessica Alba, Gwen Stefani und Megan Fox in Produkten des bekannten Eco-Labels Australia Luxe. Aber auch die Stars selbst machen sich aktiv stark für eine bessere Umwelt. Allen voran U2-Bandleader Bono. Der hat nämlich gleich sein eigenes Eco-Label gegründet, das auf den Namen Eden hört. Aber auch deutsche Stars sind Vorreiter in Sachen Eco-Fashion. In 2009 gründeten Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer mit zwei Freunden das Label German Garment. Die cool bedruckten T-Shirts sind komplett made in Germany und werden aus Bio-Baumwolle gefertigt. Ja, es geht natürlich nicht nur um Mode, sondern man kann auch im Alltag nachhaltig leben. Und wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt ja auch Waschmaschinen, die weniger Strom verbrauchen und Wasser, Kühlschränke. Absolut. Das ist toll, dass die Industrie so darauf reagiert, nach dem Bedürfnis der Leute. Ja. Jetzt kann natürlich nicht jedem empfohlen werden, seine gut funktionierende Waschmaschine sofort auszurangieren. Das ist finanziell wahrscheinlich nicht in jedem Haushalt drin. Aber wenn man sich auf die Suche macht nach einer neuen, dann sollte man das auf jeden Fall mit einbeziehen. Ich habe mir zum Beispiel einen Wasserkocher neu gekauft und dann auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben, dafür aber einen erwischt, der ganz schnell das Wasser heiß macht und so möglichst wenig Energie verbraucht. Es ist ja auch im Endeffekt dann auch günstiger, weil man weniger Strom verbraucht.
Ich hoffe. Und insofern gibt es da viele, viele kleine Sachen. Und hier ist zum Beispiel eine Handtasche, die ich zu meinem Outfit mit dabei habe. Und das sind, das erkennt man wieder, das ist so eine Chips Ahoy, also Keksmarke. Das ist so ein Erdnussriegel. Also das sind alles alte Verpackungen, die hier in diesem Muster zusammengefasst worden sind. Und dachte ich, das ist super. Wo hast du die her? Die habe ich entdeckt. Also beim Shoppen mit der Freundin habe ich gedacht, oh, die macht Spaß, also für den Sommer. Die kann man auch super irgendwo hinstellen und in Dreck packen, weil man sie kann sie abwaschen. Und naja, sie ist, wie gesagt, 100% mal was anderes gewesen. Ja, sehr schön. Wir können auf jeden Fall festhalten, Eco macht Spaß und ist vielfältig. Und noch mehr zu diesem Thema gibt's jetzt. Wer denkt, dass sich Eco nur auf Mode bezieht, der täuscht sich. Mittlerweile findet man ein unglaublich großes Angebot an allen nur erdenklichen Eco-Produkten. Von Mode über Multimedia bis hin zu Möbeln. Wichtig ist, dass bei all diesen Produkten ein Siegel abgebildet ist, welches diese als nachhaltig ausweist. Bei Haushaltsgeräten sollte man beispielsweise auf die Energieeffizienz achten. Oder bei Wäsche, ob sie schadstoffgeprüft und aus Biobaumwolle gefertigt ist. Jeder von uns kann einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Beim nächsten Einkauf also einfach mal genauer hinschauen. So, wir sind leider auch schon wieder am Ende angekommen. Jasmin? Nein, bitte. Weil ich so, muss doch wiederkommen. Oder auch nicht. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht, wenn du hier sowas Verrücktes machst. Schön war's. Es war wunderbar. Ich finde es voll gut, dass du Eco-mäßig mich unterstützt hast. Und wir haben, glaube ich, gelernt, dass wir nicht nur super aussehen in Eco-Mode, sondern dass es auch leicht zu finden ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann ist wieder Time for Fashion. Bis dahin. Tschüss. Kann ich wiederkommen? Nein.